Tag, hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Wir haben hier angehalten, wir sind am Looten wie die Wahnsinnigen. Und ich würde da direkt mal weitermachen. Und, ja. Mein Gott, was war das aufregend in den letzten Folgen? Ganz schön viel Action. Und wir haben den Zug erweitert auch, was ich sehr, sehr feiere. Ich bin gespannt, wann wir Wände kriegen, weil man kann den ja auch richtig verschließen, den Zug. Also richtig so mit Wände und so. Ich frage mich, wie das dann ist, wenn man halt dann später draußen die Tiere so hat, die halt den Zug angreifen, was dann, wie das dann gehandelt wird. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was war denn hier Phase? Okay. Davon würde ich jetzt, glaube ich, kaum noch was sammeln. Holz und so. Mal essen. Ja, komm, wir stopfen uns das mal rein. Eigentlich gut ausgerüstet, sinnvoll mit Essen und Trinken. Ich würde mal die Bremse lösen und dann geht's direkt los. Na, mein kleiner Fridolin. Fridolin ist auch am Start. Ja, so. Ich freue mich auf das Spiel. Das ist so großartig. So, natürlich ein bisschen gucken. Und wir haben natürlich gegen riesige Monster gekämpft. Beim letzten Mal. Das ist ja unfassbar. Es wird ja immer besser. Oh, halt, stopp, was sehen meine Äuglein? Moment. Nein, nein, ich schmelze. Bremse. Da habe ich doch was übersehen, oder? Das Scrap Metal? Da ist das Scrap Metal. Das nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir das mit. So, Freunde. Ich würde so gerne weiter nach außen und alles und das zu sehen, was das alles ist. Das scheint aber jetzt keine Welt mehr mit den Glocken zu sein, ne? Oh, fett. Oh, Schnitzel. Na, ich komme immer auf den... Ich glaube, ich sollte die, ich glaube, ich sollte den Ofen woanders hinpacken. Ach, genau. Und ich wollte gucken wegen Dings. Seht ihr? Jetzt fällt mir das ein. Wegen der Reparatur. Ich guck mal, ob ich den Hammer mal eben ausrüste. Oh. Hätte ich beinahe Fridolin erschossen. So. T. Kann ich den reparieren? Repair. Linke Mausbutton. Ah, das geht. Einfach drücken. Okay. Also ich brauche da auch keinen. Ich brauche anscheinend auch kein Dings davon. Ah doch, ich brauche Holz. Okay, alles klar. Man braucht also doch Sachen dafür zum Reparieren. Okay, wäre auch supi gewesen, wenn, wenn nicht. Okay, wo war man denn stehen geblieben beim Research Table? Oh ja, besseres Wasser. 10% maximal thirsty. Und den Grapple Hook. Aber dazu müssen wir erstmal sammeln. Vielleicht kommt ja mit dem nächsten Meilenstein Wände oder so. Man weiß es ja nicht. So, immer schön gucken. Da sehe ich Pure Ice, glaube ich, ist es. Ja. Da sehe ich Holz. Also wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen looten. Weil wir sollten auf jeden Fall erstmal die Kisten voll kriegen. Essen und Trinken nehme ich auch alles mit. Weil Holz und so brauchen wir ja erstens zum Verarbeiten von Ressourcen, also von Sachen, die wir bauen. Und zweitens brauchen wir das für den Ofen. Ich hoffe, wir kriegen später eine bessere Ressource zum Brennen. Aber Holz ist ja eigentlich das Beste, was du haben kannst, ne, oder? Gut. Es komischerweise hält das Holz hier nicht so lange wie in anderen Spielen. Wundert mich ein bisschen. Aber man hat hier auch nicht so viel Holz. Haben wir ja festgestellt. Deswegen... Oh, ich habe was übersehen. Ich bin schon am Weg. Ich hoffe, das reicht noch. Hä, wie konnte ich das übersehen? Das ist einfach über den Zug. Krass, habe ich einfach Scrap Metal übersehen. Unfassbar. So. Die Kisten wollen wir auch noch bauen, ne? Die zwei. Das wird ein richtiger Lager. Also der Waggon wird, glaube ich, nur aus Lagern bestehen. Vielleicht kann man ja später irgendwie an den Wänden was erhöht bauen oder so. Damit das Lager vielleicht zweistöckig wird oder so. Ich plane schon groß. So. Gut. Okay, let's go. Vielleicht nochmal essen, trinken. Dürfen wir nicht vergessen. Ah ja, wir haben am letzten Mal die Rüstung gebaut, ne? Hat der Flex hier aus der Vergangenheit, hat das ja super vorbereitet. Also da bin ich ja ein bisschen stolz auf ihn. Muss ich ja sagen. Der hat ja wirklich gute Arbeit geleistet, ne? So. Da sehe ich Holz. Ich und mein Holz. Dieses Lied, ne? Wie kommt man eigentlich auf solche Lieder? Frage ich mich die ganze Zeit. So, ich konsumiere mal. Da haben wir alles voll eigentlich.
So gut wie. Nein, aber ich frage mich wirklich, wie kommt man denn auf so einen Lied? Ich und mein Holz. Das ist so. Keine Ahnung, so. Wahrscheinlich haben die sich irgendwann so getroffen, so in der Kneipe oder so. Boah, ja, ich bin voll im Sägewerk am Arbeiten und weiß auch, also ich und mein Holz, ne, das ist so. Ich weiß auch nicht. Und der eine Typ dann so, ich und mein Holz klingt geil. Ich und mein Holz. So, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich erzähle, keine Ahnung, aber so stelle ich mir das gerade vor, dass das so gewesen ist. So. Naja, wie dem auch sei. Ich bin mega gespannt. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Das, ich weiß noch nicht, ob euch das aufgefallen ist. In den letzten Folgen hatten wir ja wieder was auf dem Gleis gehabt. Da liegt der Bär auf dem Gleis. Jetzt haben sie ihn überfahren, den alten Mann. Da stehen ja manchmal so Felsbrocken auf dem Gleis. Das Fiese daran ist, wenn du hier am Looten bist und der Zug so vor sich hin rollt, vor sich hin eiert, dann achtest du manchmal gar nicht so auf die Schiene. Das ist richtig gemein. Ich meine, gut, wir haben vorne noch keinen Rambock dran. Wäre geil, wenn wir den hätten. Aber, halt, stopp. Aber, das übersieht man sehr, sehr schnell, finde ich. Das ist ganz schnell, dass man das übersieht. Muss ich sagen. Guck mal da unten. Weil wenn du hier am rum existieren bist, weißt du, dann bist du gar nicht so on point, was gerade so Phase ist auf der Strecke. So, was haben wir denn hier jetzt alles drin? Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das vielleicht mal sortiere. Das ist grün, das ist leer. Auch grün. Pass auf, das lagere ich mal eben um. Das packe ich mal hier rein. Zwei Kisten grün reichen erstmal. Dann würde ich jetzt hier... Was haben wir denn hier? Scrap Metal. Pass auf, dann packe ich hier Scrap Metal rein. Da passt nur einer rein. Hier ist auch Scrap Metal. Dann nehmen wir den doch raus. Und packen doch den da rein. Dann haben wir hier vier. Ah, ne, zwei passen da noch rein. So, der nächste ist auch, der ist voll. Packen wir den da rein. Die war auch voll, ne? Machen wir das so. Nein. E. Nicht Tab. Entschuldigung. So, wird ein bisschen Kistenwuselei hier. So, dann haben wir das schon mal. Hier kommt auch nochmal Scrap Metal. Und auf der anderen Seite würde ich gerne ein bisschen mit Holz anfangen. Wir haben ja hier auch so eine Mischkiste wieder. Hier ist auch nochmal grün. Schrecklich. Und einen Barren haben wir noch. Den dürfen wir nicht vergessen. Da kriegen wir ja irgendwann auch erweiterte Kisten oder so. Haben wir da noch Platz? Nee, ne? Die ist komplett leer. Ich packe hier mal Holz rein. So. Lass mal weiter düsen. Und, nee, aber das ist mir aufgefallen, dass ich da gar nicht so drauf geachtet habe, was so wirklich Phase auf der Strecke ist, weil man halt so im Lootwahn ist hier. Wenn man so vor sich hin existiert, wie im Void. Und ich lasse mich echt überraschen, ja, worauf das noch hinausläuft alles. Also was mir noch, Scheiße, völlig daneben. Was wir alles noch finden werden, was für Gegner wir noch haben, was noch alles passiert, ob wir noch diese anderen Inseln bereisen können, die hier manchmal links und rechts auftauchen. Ich gehe ganz stark von aus. Ich würde ja diese Haken nochmal ausprobieren, die wir haben, ne? Ob man da wirklich doch vielleicht zu so einer Insel kommt, weiß ich ja nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal Insel. Wahrscheinlich gibt es da... wahrscheinlich gibt es da einen speziellen Namen für oder so. Holz finden wir echt wenig aktuell, ne? Aber auch, mir ist aufgefallen, man hat hier gar nicht so Werkzeuge, die man sich baut, ne? Man hat nur diesen Hammer. Dann dieses Buch halt zum Craften. Dann seine Research Table. Und das war's, ne? Oh, Musik. Oh, da kommt schon wieder ein... Oh, okay, alles klar. Es geht schon wieder los. Wir haben es schon wieder geschafft. Ein Bereich haben wir schon wieder abgeschlossen. Weiß ja nicht, ob wir jetzt was bauen können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder so eine normale Station. In Anführungsstrichen. Gänsefüßchen, Gänsefüßchen. Ne? Aber egal. Wir sind ja noch am Looten. Bisschen gucken, ob wir nicht was vergessen haben. Unten übersehe ich immer gerne was, habe ich das Gefühl. Und
Und ob wir diese Viecher sehen, die außen immer am Rand der Map rum existieren da, weißt du? Diese großen. Ob man auch nochmal irgendwie die sieht aus der Nähe? So, Scrap Metal. Jetzt gleich wieder. Es ist so gut, wenn das immer kommt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Reflex GER. Na? Hier ist Ihr Gastgeber. Hier auf YouTube kann es nur einen geben, den ihr zuschauen solltet. Richtig abgehoben. Hier ist Ihr abgehobener YouTuber und Streamer, Reflex GER. Na, wo bleibt die Musik, Mann? Mann! Oh, da ist das Scrap Metal. So, Freunde, jetzt aber. Hier ist Ihr Gastgeber. Es kann nur einen geben. Er ist unglaublich. Und er streamt. Er macht YouTube. Und er ist hier. Es ist Reflex GR. Das ist so dumm. Ja, la, la. Ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie. Immer diese epische Musik. Freunde der Sonne, ich komme zu euch geflogen. Hier im Void bin ich nicht alleine, denn ich habe mein Zug dabei. Denn wir sind nicht alleine. Das nächste Tor wartet schon. Ich hoffe, ich habe alles gesammelt. Da ist noch Scrap Metal. Ich weiß nicht, was ich singe. So. Gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich hoffe, wir haben alles. So, dann steigen wir mal wieder ein in die Möhre. Juhu. Warte mal eben. Einen Moment, ich muss einsortieren, Herr Kollege. Warte mal eben. Ich und mein Holz. Und Scrap Metal, ne? Da war voll, da war voll. Da kommt Scrap Metal rein. Und da kommt auch Scrap Metal rein. Und wir können mal was trinken und was essen. Use, use und essen. Wir haben sogar noch ein Schnitzel, das können wir mal hier reinlegen. Kann ich das einfach hier reinlegen? Geht das? Habe ich das dann raus? Nein. Egal. Ah ja, er sammelt ja auch, ne? Voll geil. Stimmt, ich habe immer vergessen, dass Fridolin ja auch sammelt. So, wir müssen das mal ein bisschen umlagern. Dass ich da hinten noch so eine Holzkiste habe. Dass sie da nicht durcheinander kommen. Ne, machen wir mal anders. So. Nehme ich den Barren einfach mal mit. So, habe ich nachgeladen, falls was kommt? Ja. Ich bin ready! Lass gerade Wagenfahrer... Nee, Zugfahrer! Fridolin freut sich auch schon, ne? Freust du dich auch schon? Ja? Und wie er sich freut, guck mal. Guck mal, das Tor ist da. Guck mal. Fridolin, guck da mal. Das Tor... Ja, guck mal, er guckt da hinten. Ja, das ist immer so geil. Feier das irgendwie, das ist so episch. So, herzlich willkommen wieder im Phantasialand. Jetzt geht das Licht gleich aus. Okay, die Waggons fahren da hinten durch. Ich habe mich schon gefragt die ganze Zeit. Was passiert eigentlich, wenn ich rauslaufe? Ah, schaffe ich nicht mehr. Ah! Achso, moving. Mal ist es gelb, mal ist es blau und dann geht's los. Oh ja, das sieht aus, als wie es wieder Schießerei geben. Ja. Das habe ich mir gedacht. Oh fuck, erstmal in Sicherheit bringen. Oh shit, Junge. Oh fuck, hier oben ist ganz schlecht. Oh, lade nach. Lade nach. Ihr könnt mich mal. Alter, ich treff den nicht. Ach.
Lass dir meinen Fridolin in Ruhe. Aber die Schutzkleidung hilft schon, ne? Wo ist der? Da hinten. Alter, da ist auch einer. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Eine Schrotflinte oder so. Oder einen Raketenwerfer. So, der ist weg. Two down, two to go, glaube ich. Wo will er denn hin? Bleib doch stehen. Ich rede mit dir. Ganz schöne Action hier. Da hinten steht auch einer, glaube ich. Ist er down hier? Nee, ne? Da, ah, da. Hey, ich kann da nicht durchschießen manchmal. Da ist eine Alpha-Wand zwischen. Was soll... Aua, aber der oder was? Natürlich. Ich habe gleich keine Rüstung mehr. Hey, wo will er hin? Gut, dass man unendlich Munition hat bei dem ersten Revolver. Okay. Alter Bruder! Bisschen schlau sind sie ja, ne? Hä, wo ist er hin? Oh, der ist weg. Doch nicht two to go, da sind noch mehr, glaube ich. So, der ist weg. So, jetzt aber one to go, kann das sein? Hä? Ist hier einer? Was, Alter, willst du mich verarschen? Alter, der will mich schlagen! Junge, was ist mit dir? Lass mich in Ruhe! Will er mich einfach hauen? Ich verhau dich gleich. So. War's das? Nein, es wird auch geschossen von da hinten irgendwo. Fridolin, du bleibst da schön gechillt, ja? Ich gehe mal drüben gucken. Licht wäre super. Wir haben nur 83 HP. Wo sind sie? Da oben ist er. Boah, da sind noch zwei. Holy shit. Okay, go, 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 go! Wo geht's denn hier hin? Alter, ist das riesig hier! Oh Gott, hier gibt's so viel zu looten. Holy shit. Das wird ja immer größer. Oh, hier ist Holz. Nehme ich erstmal mit. Scheiße. Lade nach! Der steht dahinter, ne? Siehst du mich nicht? Sehe ich dich nicht? So, war es das jetzt? Ich glaube ja, die Musik ist zu Ende. Holy shit, was ist denn hier schon wieder Phase? Was sind denn das für Leute? Schubs dich da runter, Mann, Junge! Rektol-Physik hier. So. Geh da rein, Mann. So. Ist da schön auf dem... So, kannst dich da schön gemütlich, Mann, da unten. So. Ja, rutsch mal da rein. So. Gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Looten. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Das ist alles so riesig hier. So, hier ist ein Schreibtisch. Oder eine Werkbank. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal drüben an. Drüben ist nur ein Gebäude. Das ist super. Wir können auf jeden Fall unseren Zug auch weiter ausbauen. Hier ist schon wieder so eine... Ich verstehe diese Bilderbox nicht. Was macht diese Bilderbox? Ich habe erst gedacht, man muss da was reinlegen, um den Zug auszubauen. Das war ja erst so meine erste Idee. Aber tatsächlich ist es nicht so. So. Gut. Hat sich ja richtig gelohnt, hier hinzugehen in das Gebäude. Hier ist nämlich einfach mal gar nichts. So. Aber hey, immerhin. Nichts ist immerhin etwas. So. Gut, ich hoffe, wir übersehen hier nichts, weil hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Stuff, glaube ich. Und wir brauchen noch mehr Kisten. Wir brauchen definitiv ein größeres Lager. Die Zukunft liegt in unseren Händen.
Das scheinen diese Soldaten zu sein, ne? Also leben die dann hier oder was? Verstehe ich das richtig?